Das Supertalent 2018. Für Sylvie Mais ist ihre Rückkehr eine Herzensangelegenheit. Bei Sylvie Mais flossen die Tränen. Ihre Rückkehr in die Jury von Das Supertalent ist für Sylvie Mais eine echte Herzensangelegenheit. Ich hab geweint vor Freude, weil mir das so viel bedeutet. Diese Show war wirklich mein Alles, erzählt die Moderatorin im Interview. Dieter Bohlen ist auch happy. 10 Jahre nach dem Beginn ihrer TV-Karriere in Deutschland kommt Sylvie Mais jetzt sozusagen nach Hause und nimmt neben Bruce Daniel und Dieter Bohlen wieder in der Jury des Supertalents Platz. Da ist auch Pop-Titan Dieter Bohlen ganz aus dem Häuschen. Ich bin begeistert, denn wir waren das erfolgreichste Jury-Team ever. Schließlich war er es auch, der sie damals zum Supertalent geholt hat. Sylvie, die zweite Staffel habe ich mit einer Perücke angefangen, doch die 40-Jährige hat nicht nur glückliche Erinnerungen an die Talentshow. Denn nach der ersten Staffel erhält Sylvie die Diagnose Brustkrebs. Mit Supertalent verbinde ich auch eine sehr emotionale Zeit. Ich war ein Jahr dabei und dann habe ich die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und dann habe ich die Chemotherapie bekommen, also die zweite Staffel, habe ich mit einer Perücke angefangen, erinnert sie sich. Holt euch Tickets für die Jury-Castings. Diese Zeiten hat sie zum Glück hinter sich gelassen und startet jetzt beruflich wieder voll durch. Welche spannenden Projekte sie neben ihrem Jorio beim Supertalent sonst noch vor sich hat, seht ihr im Video. Wer das Drehamt DM einmal selbst live erleben will, hat vom 6. bis zum 22. August die Möglichkeit dazu, denn dann beginnen die Jury-Castings für das Supertalent im Musical-Theater in Bremen. Tickets gibt es hier. Die 12. Staffel der Talentshow zeigen wir ab September 2018.